Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen Tutorial. Und zwar fragte nämlich die Franziska Lackmann vor einer Woche, ob ich nicht mal ein Tutorial machen könnte, wie man so ein Super Nintendo Spiel patcht, welchen Emulator ich benutze, denn sie möchte das Spiel auch spielen. Das kann ich sehr gut nachvollziehen, dass du das Spiel auch gerne mal spielen möchtest. Es geht dabei um Sailor Moon Another Story, die deutsche Übersetzung von den SNES Projects, genauer gesagt. Und Franziska, vielen, vielen Dank für die Frage. Die beantworte ich dir sehr, sehr, sehr gern. Habe ich ja unten auch schon im Kommentar gemacht. Also als Emulator benutze ich vor allem den SNES 9X. Den habe ich hier irgendwo schon mit reingeschrieben. Aber da ist das Ding ja schon vorbei. Aber wie dem auch sei, ich habe mir die ROM schon mal besorgt. Die findet man einfach bei Google eingeben. Sailor Moon Another Story. SNES-ROM oder sowas, da wird man schon fündig. Und das ist dann allerdings erstmal auf Japanisch, weil das Spiel ist natürlich nur in Japan rausgekommen. Da heißt, wir brauchen jetzt die deutsche Übersetzung von den SNES Projects und die ist im Patch-Format. Das heißt, wir gehen erstmal bei den snsprojects.de, gehen wir direkt auf die Seite drauf. Und auch wenn man nicht angemeldet ist, kann man dort in der Download-Datenbank, die findet man hier, Downloads, bei den Übersetzungen von Nintendo Spielen auf dem Super Nintendo Entertainment System, das Super Nintendo. Da gehen wir mal rein und gehen jetzt hier oben in die Suche. Gehen wir mal ein Sailor Moon und finden hier Pretty Soldier Sailor Moon Another Story Translation German Version 1.10 von den SNES Projects. Das ist genau das Ding, was wir haben wollen. Da klicken wir mal rein. Und das allererste, was wir da machen, ist uns die ganzen Infos hier mal ein bisschen angucken. Hier sieht man, wer da alles mitgemacht hat. Der Red Scorpion hat zum Schluss die Projektleitung übernommen und so weiter. Da kann man sich bei den ganzen Leuten mal herzlich bedanken, indem man den Namen laut ruft. Wichtig ist allerdings die Installation des Patches. Ist hier auf Punkt 3. Wie wird der Patch angewendet? Zuerst braucht man, das hier ist der ROM-Name, Bishujo Senshi Sailor Moon Another Story in der japanischen Ausführung. Nach dem Ding kann man einfach googeln, halt sich runterladen und sich dann darüber freuen, dass man schon mal das Original-ROM da hat. Das dann das Ganze entpacken. Das ist dann Schritt 2, ganz genau. Die entpackte UPS-Datei, das ist der Patch. Das machen wir gleich. Wow, ich merke jetzt hier gerade, dass die Anleitung, die ist irgendwie ein bisschen... Ne, deswegen mache ich das ja gerade. So, pass mal auf. Also, wie gesagt, ich habe hier die ROM runtergeladen, ja. Jetzt laden wir uns, wie in der Anleitung beschrieben, erstmal den Patch runter. Scrollen nach ganz unten. Datei herunterladen. Klick. Und dann kommen wir jetzt hier aktuell zu box.com. Es funktioniert wieder. Da gab es bis vor kurzem noch ein paar Problemchen. Aber das wurde behoben von den guten Leuten. Wir speichern einfach die ZIP-Datei in der Nähe des Patches, also im gleichen Ordner am besten. Da ist es jetzt, da ist der Patch. Und den entpacken wir einfach mal. Rechtsklick, entpacken. Wir entpacken das einfach mal in einen Ordner, der Übersicht halber. Den Patch, die ZIP, die können wir jetzt wegwerfen. Jetzt gucken wir uns erstmal hier rein. Hier sind verschiedene Dateien drin. Erstmal ist hier die README mit drin. Da steht das gleiche nochmal drin, was wir da gerade eben schon gelesen haben. Das hier ist der Patch selber. Ist ein UPS, Universal Patch Script oder so heißt das vielleicht. Keine Ahnung. Irgendwas in der Richtung. Dann haben wir hier in diesem Patch den Patcher schon mit drin, den wir verwenden können. Nicht unbedingt müssen, können. Einmal haben wir die NF-Exe, was auch immer das ist. Das funktioniert bei mir nicht, wenn ich das jetzt hier ausführe. Nee, da fehlt Min. Oder die andere Datei, das ist dann der Patcher. Aber das schauen wir uns gleich mal an. Und zwar gibt es nämlich so einen coolen Trick. Bei dem Super Nintendo Emulator ist es auf jeden Fall so, das weiß ich. Bei SNES 9X bzw. beim ZSNES ist das auch so, dass sie die Patches ganz automatisch anwählen. Guck mal, ich kopiere das jetzt hier einfach mal raus, ja? Gehe dann auch noch zurück, da wo jetzt unsere ROM ist. Und füge das jetzt hier einfach mal ein. So, jetzt ist noch nichts passiert. Wir gucken uns erstmal die originale ROM an, ja? Die japanische. Zack. Ah, japanische Schriftzeichen. Minne. Alles klar. So. Und was der Patch jetzt hier tut,
Aber was wir jetzt mit dem Patcher tun, wir geben dem Patch den gleichen Namen wie der ROM. Das heißt, F2 drücken, einmal hier drauf, rauskopieren, Ctrl-C. Hier an den Patch rein, F2, Ctrl-V für einfügen, zack. Jetzt haben wir beiden den gleichen Namen, nur die Endung ist anders. SFC, Super Famicom Cartridge und OPS ist halt der Patch. Und jetzt machen wir nochmal Doppelklick auf die ROM. Und dann sieht man schon einen ganzen Pool an anderen Sachen. Guck mal, Beta-Tester stehe ich mit drinne. Und Anime Girl steht auch mit drinne. Und die Mary steht auch mit drinne. Voll nice. Wow. Also der Patch hat funktioniert. Nur aus dem Grund, dass wir dem Patch einfach den gleichen Namen gegeben haben. Guck, ich nenne das hier mal völlig anders. FB, Füchse. Jetzt gucken wir jetzt noch die Mario-ROM an. Und die ist wieder die japanische. Das heißt, der Emulator hat tatsächlich den Patch automatisch angewendet. Einfach nur, weil die Dinger den gleichen Namen haben. Ist doch super. Okay, gehen wir jetzt mal davon aus, dass wir einen Emulator haben, der das nicht automatisch machen kann. Oder dass wir auf einem System spielen, meinetwegen auf dem Android-Smartphone oder wo man auch immer damit spielen kann, wo die Patches eventuell nicht automatisch angewendet werden. Wir löschen erstmal den Patch hier wieder und gehen jetzt hier wieder in den Ordner rein. In unseren original entpackten Patch-Ordner sozusagen. Ja? Dann gehen wir hier mal auf den Patcher, klicke die Klick, Tsukumi, er ist jetzt hier zufällig halt mit dabei. Und der fragt uns jetzt hier, was wir gerne machen möchten. Möchten wir den Patch auf eine existierende Datei anwenden oder möchten wir den Patch auf eine neue Datei anwenden? Ich würde das empfehlen. Dann erzeugt der Patcher nämlich halt eine neue Datei und die Originale bleibt so erhalten, wie sie schon war. Falls irgendwas schief geht, braucht man sich die ROM nicht mal runterladen nochmal oder irgend sowas. Okay, er fragt das mal nach einem UPS-Patch-File, den wir anwenden möchten. Browse. Wir sind automatisch in dem gleichen Verzeichnis drin, wie das Ding, wo wir gerade gestartet haben. Und wählen unsere UPS-Datei, die wir gerade runtergeladen haben, aus. Die Source Input to apply the Patch. Das ist unsere ROM, auf die das Ganze angewendet werden soll. Das heißt, wir drücken mal auf Browse. Einen Ordner höher, weil das ja ein Ordner drüber war. Und benutzen unsere SFC. Klicke die Klick. Und dann fragt er noch, wo soll es denn am Ende hingespeichert werden? Klicken wir wieder auf Browse und geben jetzt hier den Namen ein. Sailor Moon Another Story Transcare. Transcare. So. SNES Projects. Wir können uns irgendeinen lustigen Namen ausdenken. .sfc. Bam. So. Und jetzt drücken wir auf Apply Patch. Das hat jetzt hier ein bisschen blabla, hat 3 Sekunden gedauert. Patch applied successfully. Hat funktioniert. Okay. Dann gehen wir jetzt hier mit einem Ordner nach oben und sehen. Ah, Sailor Moon, Another Story, Transgears, NES Projects.sfc. Machen wir jetzt mal klicke die Klick. Und der Patch wurde auch erfolgreich angewendet. Das heißt, das waren jetzt die zwei Methoden, wie man ein Super Nintendo Spiel den Patch anwenden kann. Entweder man lässt den Emulator vollautomatisch machen, indem die beiden Dinger den gleichen Namen haben, oder man benutzt einfach den Patcher, der meistens der ROM mit dabei liegt, ist auch nicht immer so. Wenn der Patcher für die ROM nicht mit dabei liegt, machen wir weg hier, dann können wir auch Folgendes machen. Wir gucken hier nochmal rein und wir wissen, dass es ein UPS-Patch ist, weil die Dateiendung ist UPS. Gut, gehen wir mal auf unsere Google-Suchmaschine der Wahl. Google.de. Mach mal SNES UPS Patcher Download. Romhacking.net ist eine super gute Ressource. Hier geht es aber um ISP-Patches. Ich wollte aber kein ISP-Patch, ich wollte ein UPS-Patch. UPS, USP? UPS. SNES Projects Firebase. Wow! Gucken wir nochmal hier rein. Beat 0.1. Aha. Delta Patcher. Mhm. Lunar IPS. Mhm. Multi-Patcher. Lass uns den nochmal ausprobieren. Ja, Multi-Patcher. Herunterladen. Ja, komm, weiter hier. Herunterladen. Los! Ich speichere jetzt einfach mal in den gleichen Ordner wieder. Wie hier rum. Multipatch 1.4 hier entpacken. Ja, wir schmeißen mal das Ding hier wieder weg. Das ist die, wo der Patch angewendet wurde. Die brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr für dieses Beispiel. Multipatch. Readme RTF. Warum habe ich da jetzt einen Doppelklick drauf gemacht? Bin ich ein Bob? Ich weiß jetzt nicht, ob das funktioniert. Das ist jetzt
Multipatch 1.4. Ja, ist eine richtig coole Anleitung, super auf Englisch, geil und ironisch. Ah, hier steht doch gleich noch da, was man kann. Ja, kann IPS-Patches anwenden, OPS-Patches, PPF-Patches, Delta- und NAT-Patches. Was weiß ich, BPS-Patches kann er auch. Super, das Gerät. Wenn das auch funktioniert, heißt das. Ich hab's noch nicht ausprobiert. Kommen wir mal rein. Multipatch-App-Content. Aha. Was für macOS. Sauber. Können wir schon mal nicht verwenden. Aber so wissen die macOS-Leute wenigstens, was sie verwenden können. Warum steht denn das hier nicht mit drin? Was ist denn das für ein Blödsinn? Kommen wir mal zurück hier. Multipatch. Oh, OS X steht da. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Ja, probiert euch halt einfach mal aus. Welchen hatten wir denn jetzt hier angewendet? Ihr wisst ja jetzt. Boah, das war gerade ein bisschen peinlich. Dass der Patcher so heißt. Also für die UPS-Patches. Könnt ihr einfach das Ding benutzen. Merkt euch den Namen. Tsukami. Nein, Patcher. Ah, bei Rumhacking. Siehst du, immer wieder fündig. Download-File. Ach, gucke, das ist genau der. Bei Rumhacking.net muss man sich allerdings anmelden, um sich was runterzuladen. Aber, das kann man einfach mal tun. Das tut auch nicht weh. Und man bekommt auch von den Leuten kein Spam oder irgend so ein Kram dann zugesendet. Ist einfach bloß, weil die behämmert sind und für Downloads unbedingt jemanden haben wollen, der sich dann angemeldet hat. Aber wie dem auch sei. Ihr wisst jetzt Bescheid, wie man das macht. Alle Methoden habe ich euch erklärt. Und ich wünsche euch jetzt sehr viel Spaß damit, die Übersetzungen zu genießen. Also macht's gut, bis dahin und tschaußen. Und noch einmal vielen Dank an Franziska Lackmann.